So, es geht los. Leider ohne Dings, einfach weil er Fieber hat. Bei Martin fehlt auch der Teamkamerad und bei Shinty auch. So, mein Inventar wird gleich hoffentlich quittiert. Oh Gott, dann geht's los. Es geht los. Gut, habe ich alles, habe ich alles. Gut, es geht los, es geht los. Okay. Renn ich mal los, renn ich mal los. Boah, ich hätte. Set Day. Damit mal ein bisschen hier, damit es nicht so extrem schwer ist. Oh, X Renny X. Das muss ich jetzt mal gleich gucken. Auf jeden Fall wieder die Musik. Und ja. Boah, wie gesagt, es gibt Truhen, versteckte Truhen, wie die hier, wo Sachen drin sind. Jetzt habe ich Diamanten, das ist schön. User joined Ich hasse your channel. Shinji. Was? Ja, mein Gott. Luca. Ja. User left your channel. User joined your Was? channel. Wie Wolltest du gesagt, noch was sagen? ja, was soll ich jetzt machen? Nicht? Dann darfst du morgen mit Emmy starten, nochmal. Wie? Hä? Irgendwie fehlt. Ja, ich habe gesagt, jeder, der getötet wird, am Start ist irgendwie. Hier irgendwie habe ich jetzt übelst Luck, weil ich habe eine der Kisten gefunden, die Welche? nicht mal ich platziert habe. Welche hast du gefunden? Mit Diamanten. Wie viel? Wie ein Stack oder so. Was? Ja! Wie viel? Ein Stack oder so. Von Ich daher. kann doch fair spielen, mach ihn aus. Jetzt habe ich einmal rumgeschrien. Hey, es reicht nämlich auch. Weißt du, was du so Papa geschützt hast? Du glaubst es nicht. Auf jeden Fall, Wenn du da nur würde ich noch mal wieder sagen, in habe ich jetzt mal Lack. sechster Lebensstand kriegst. Verdammt. Ja, das war jetzt echt lucky. Wie gesagt, wir haben. Dann wird es wahrscheinlich Emily hin platziert haben. Ja, kann sein. Ich habe auch irgendwie geahnt, ich habe also auf jeden Fall habe ich so ein kleines rotes Ding am Scharnier gesehen und habe mir sofort gedacht, da muss doch TNT drunter sein. Das war dann auch so. Und ja, GG würde ich mal sagen, ich habe die ja Sachen. Am Start schon, Alter. Okay, wir hatten Ich das. gebe die Runde. Ja, okay. User left your channel. Das war jetzt eher Luck als Unluck. No. Trotzdem brauchen wir halt noch Sachen für Dings hier. Aber trotzdem, das war jetzt echt lucky, dass ich so eine Kiste gefunden habe. Wirklich, ich habe die wirklich nicht platziert. Ich habe das Personen machen lassen und ja, Martin weiß ein paar Kisten, aber ich habe dem gesagt, er soll nicht in die Richtung von seinen Kisten gehen. Und das wird er dann auch hoffentlich getan haben. Und ja, wie gesagt, eine andere Person hat auch noch geholfen und ich würde mal sagen, GG. Was ich hier jetzt gerade mache, ist dumm, aber ich muss ja auch irgendwie hier in den Berg Kohle und Stein holen. Ihr mögt das jetzt vielleicht unfair finden, aber wir haben das auch gesagt. Warte, wo. Ich habe es auf jeden Fall geschrieben. Achtung, überall auf der Welt sind Kisten mit Sachen drin und auch Fallen.
Von daher einfach, warum wir das getan haben, einfach aus for fun, falls jemand drauf reinfällt, trotzdem noch drauf reinfällt, trotz Warnung, dass mal unter den Kisten ist dann TNT, das macht dann Bumm und ist dann tot. Und ja, wie gesagt, wir haben dafür gewarnt und ich hatte jetzt halt Lack, dass ich es halt gemerkt habe. Also es ist alles geplant. Also es ist alles fair und dies und das. Also es ist nichts unfair. Und nochmal zur Erklärung. Die Personen, die jetzt nicht dabei sind, also die jetzt heute keine Zeit haben, wie zum Beispiel meine, wie zum Beispiel Martins Partnerin. Martin wird auch morgen nochmal starten. Wieso ich das mit dem gesagt habe, dass alle am Leben bleiben sollen am Start, einfach weil sonst einfach nur noch draufgehauen wird. Das habe ich auch mal erlebt, dass einfach nur draufgehauen wird und am Start schon alle dann tot waren und das war dann eine Folge. Und für YouTuber ist das halt ne. Habe ich mir auch dann so gedacht, nee, sag ich lieber, dass sie sich am Leben lassen sollen und so und dies und das und ja. Auf jeden Fall, ich find's echt geil, dass ich jetzt die Sachen gefunden habe. Schon direkt am Start. Was aber nicht heißt, dass ich nicht vorsichtig sein werde, nur weil ich die Sachen hab. Weil wir brauchen A immer noch Essen, wir brauchen B immer noch Holz, was ich mir jetzt auch noch gönne. Finn kommt ja dann morgen auch noch mit dazu. Brauchen wir auch noch Sachen. Und für noch eine Rüstung reicht's nämlich nicht. Da brauchen wir auch dann noch Eisen und wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht einfach schnetzeln, weil ich gesagt selbst gesagt habe, am ersten Tag, es gibt Kisten, oder? Ja, am Spawn gibt es Kisten, wie gesagt, ja, wie gesagt, wenn Finn dann halt noch morgen kommt, braucht er halt auch noch Sachen und da sammle ich jetzt auch noch mit. Ich sammle jetzt auch noch Holz genug. Da brauchen wir auch noch Zuckerrohr und dies und das. Ich kenne die Map komplett nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, in welche Richtung welche Kisten platziert sind. Aber, besser gesagt, das weiß ich sogar auch nicht. Ich weiß nicht, wo es Zuckerrohr gibt. Ich weiß nicht, wo es ein Dorf gibt. Ich weiß wirklich null. Und, also was ich weiß, ist halt Sachen, die mich auch überhaupt interessieren. Mich interessiert es auch nicht, wo so eine Kiste ist. Mich interessiert es auch nicht, wo, wie, wo, was und so. Das interessiert mich nicht. Wir spielen auf der 1.8, aber es gibt keine 1.8 Sachen. Das liegt an dem Plugin, dem Wario-Plugin. Weil das ist 1.7 und das macht auch, dass 1.8 Sachen einfach nicht holbar sind. Nicht mal für Admins, nicht mal für Operator, für gar niemanden. So, ja, GG, die sind jetzt hier alle schön fleißig am Arbeiten, und ja, ich werde mir dann auch gleich noch Tiere suchen und schön schnetzeln, Kohle natürlich hier mitnehmen und dann mal gucken, ob es morgen dann noch alle, und ob dann morgen der Rest kommt und ja. So. Da vorne ist auch noch Kohle. Leider ist es jetzt ein bisschen langweilig, weil Finn nicht da ist und weil es eigentlich, naja, weil halt so wenig so Einzelteams da sind halt und jetzt ist halt Martin wieder als erster gestorben. Mal wieder. Ne? Ich habe nichts gesagt. ja, es ist einfach schon spannend, ich habe schon Aufregung in den Knien und so, auf jeden Fall schon ein bisschen Angst, dass ich gleich einfach bumm oder so. Und jeder war, auf jeden Fall war jeder aufgeklärt über die Fallenkisten, von daher kann keiner von euch sagen, dass ich keinen aufgeklärt habe, dass in den Kisten auch Sachen gut sein könnten, die gut sind. Ich hatte jetzt einfach ganz fett Luck,
wirklich ganz fett lag, weil ich die Kiste gefunden habe, weil ich habe sie nicht platziert. Dann muss es jemand anders gewesen sein. Und ich fand das gerade auch irgendwie ein bisschen krass. Aber wie gesagt, jeder wusste, dass das drin ist, von daher könnt ihr nicht sagen. Ja. Auf jeden Fall, ich suche mir jetzt nochmal Essen. Noch mehr Essen. Das ist jetzt nämlich immer das Hauptproblem bei Minecraft, genug Essen zu haben. Und ja, nochmal zu der ersten Folge von gestern, die ich hochgeladen habe, oder wenn ich sie auch immer hochgeladen habe. Die erste Folge, also das ist jetzt Varo 2, von meiner Sicht aus, weil gestern sind alle schon gestorben, es war sehr kurz, aber trotzdem zählen wir das. Es war trotzdem eine Runde. Und ja, wie gesagt, es war trotzdem ein Varo und für uns halt. Ihr habt jetzt halt nur meine Ansicht gesehen und halt dann auch nur meinen Tod gesehen. Ich wollte eigentlich mehr, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, nee, das wäre dann irgendwie zu langweilig. Boah. Hier, wie gesagt, es gibt auch noch Monster. Boah, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Tschüss. Es gibt kein Verbot jetzt, also es gibt keine Strafe für Shinty, weil er jetzt jemanden getötet hat. Es ist halt immer noch Varo, immer noch Ding. Das Einzige ist halt, dass Martin halt morgen wieder starten darf, weil er jetzt halt getötet wurde, auch wenn es nicht gewesen sein sollte. Ich habe das aber auch dazu gesagt, dass alle, die getötet werden am Start, einfach wieder reinkommen werden. Es ist zwar langweilig, aber wie gesagt, anders will ich es auch nicht, weil es dann einfach viel zu asozial wäre, die getötet worden sind, trotz Regel, dass niemand getötet werden soll, einfach zu sagen, nö, ihr seid jetzt raus. Finde ich einfach viel zu asozial, deswegen habe ich das so gemacht. Und ja, heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, heute ist Mittwoch, kommt vielleicht sogar noch eine Folge Sims oder die Folge hier jetzt raus. Muss ich mal gucken. Wenn ich nicht sterbe, dann darf ich wieder zwei Stunden schön alles schön machen, wie ihr es gesehen habt. Meins? Das sammle ich jetzt alles hier für mich und Finn. Oh Kacke, es wird Nacht. Dann nehme ich mir jetzt hier irgendwo Bergwerk habe ich noch. Ich habe noch was TNT, ne? So. Dann grab ich mich mal hier runter. Nehme euch mit. Das ist wieder eine random generierte Welt. Also was wir gesetzt haben, sind halt die Kisten. Und das Plugin haben wir halt reingetan. Ja, also. Es ist halt jetzt heute mal eine langweilige erste Folge sozusagen, weil einfach Finn fehlt. Ohne Finn ist halt Drama und so. Drama und so weg. Aber trotzdem ist es trotzdem noch spannend. Ich bin trotzdem noch aufgeregt. Es sind nicht so viele, muss man schon sagen. Aber die meisten fehlen halt einfach, weil Finn hat halt Fieber jetzt bekommen in der Kürze. Wahrscheinlich vor der Aufregung von gestern. Nein. Kein Plan, auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Bin ein bisschen überfordert. Bis ich dann gleich sterbe, dann heule ich wieder. Nee, dann lache ich wieder. Wie gestern. Noch mehr Eisen. Wie gesagt, ich habe jetzt echt Luck. Ich hatte da echt wirklich fucking Luck. Das ist vor allem.
Zum Glück nicht. Tja, ja. Oh, da gab es gerade einen Grafikfehler. Ich weiß, dass da unten jetzt Lava ist. Hallöchen. Ich will zur Lava. Gute Idee. Was ich auch noch sagen muss, der Herr Klexus, der hier auf dem Server ist, der macht mir das Intro. Ja, hab ich gewusst. Wusste ich's doch. Boah, Alter. Was soll ich machen? Der macht mir ein Intro, was ich extrem geil finde. Der hat mir auch schon das YouTube-Banner gemacht. Und alles andere. Und wie gesagt, das finde ich krass. Ja, da will ich nicht. Da will ich hin. Ich will irgendwie runter in der Höhle. Ist hier irgendwo was? Nein. In welche Höhe sind wir denn? Okay, noch weiter runter. Wie gesagt, die Leute, die jetzt nicht da sind, ich will es immer wieder sagen. Die Leute, die jetzt dabei sind und nicht bei Varro 2 dabei sind, ist ganz klar, ist Pupnase, Klexus, der Lulatsch und Pupnases Kumpel eigentlich auch noch. Okay. Wie gesagt, es ist immer noch Anspannung, wenn man über Lava läuft. Meins. Und ich habe bewusst das Texture Pack von Gronkh ausgewählt. Einfach, weil ich es schön fand. Und ich mache jetzt einmal das. So. Das habe ich jetzt gerade geplant. Und hier eine kleine Übersicht, weil da ist eine Höhle. Das war gut, das war schön. Dich nehme ich mit. Hier oben ist auch noch eine Höhle. Da ist Eisen. Schön viel Eisen. Und ich hoffe, die Musik, die ich jetzt drin habe, ist GEMA-frei. Muss ich wirklich hoffen. Weil ich habe die bei einem YouTuber gesehen. Gehört. Ich glaube, AnyArt bei seiner Varro-Folge hatte die benutzt. Und wenn nicht, werde ich sie rausschneiden. Oder einfach mit einem anderen Lied übertönen. Hört sich dann scheiße an, aber ich bin ja nicht GEMA. Ich habe ja keine Schuld dran. Noch mehr Eisen. Das ist ganz gut, dass ich jetzt hier Eisen finde. Auf jeden Fall mache ich hier mal Fackeln. Da und leuchte halt nur dort aus, wo... Ach nein, hier ist das Ende der Welt. Und da vorne ist Gold. Oh nö. Och nö. Ich bin schon am Ende der Welt. Gleich wieder da. Okay. Ah, hier ist noch Eisen. Schade, dass ich jetzt hier leider die Welt, das Weltende gefunden habe. Wir haben eine kleine Welt. Es ist eine kleine Welt. Einfach... Das liegt am Plugin, das ist glaube ich so gemacht, dass wenn der irgendwie findet, wie viel, wenn das Plugin merkt, was hier, wie viele Slots es gibt, dann macht er die Welt, wie er denkt. Denke ich jetzt mal so, weil anders kann ich mir ja nicht erklären, wieso die Welt gerade so klein ist. Es sind ja wirklich nur 10, ist wirklich nur 10 Server-Slot. Gold. Okay. Hacken bringt hier übrigens nichts. Ich habe hier Plugins natürlich drin, die das verhindern. Und es läuft. Es läuft alles wunderschön. Es läuft. Keine Fehler, kein irgendwas irgendwie hier tot. War jetzt auch noch nicht von mir hier jetzt. Von Martin leider, aber das war ja getötet und deswegen müssen wir da gucken. Cool.
Ich weiß, es ist ein bisschen blöd mit der Diamantspitzhacke hier sowas abzubauen, aber wir haben's ja. Wir haben ja noch 20. Wenn ich jetzt sterben sollte, wird Finn trotzdem weitermachen oder Finn wird halt. Boah, ich werde in 60 Sekunden gekickt. Ich werde mich hier irgendwo hinbauen. Hier werde ich mich hinbauen. Ich werde dann gleich weiter aufnehmen. Also weitermachen. Und ja. Spannende erste Folge, auch wenn ich jetzt Diamanten gefunden habe. Ich könnte ja auch sagen, dass ich jetzt diese Sachen nur benutze, um Eisen zu finden und der Rest weggeschmissen wird. Könnte ich jetzt auch machen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wir haben auf jeden Fall 40 Eisen, wir haben 20 Dias. Alles in allem sieht es ganz, ganz gut aus und ja, ich lasse mich jetzt mal kicken. Und ich muss nur gucken, ob das Plugin funktioniert, weil manchmal buggt das mit Operatoren und so, dass die nicht rausgeschmissen werden. Das liegt am Texture-Pack, keine Angst. Ja, gut, deine Spielzeit ist zu Ende. Ja, und damit würde ich sagen, das war jetzt eine schöne erste Folge von Varo 2. Ich bin nicht gestorben. Erst einmal lasst einen Daumen dafür da, dass ich nicht gestorben bin. Und ja, mal gucken, wann ob Finn dann in der Zeit. Obwohl, ich glaube, ich nehme jetzt gleich auf. Ja, also weiter auf. Noch eine Folge und dann wenn nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal.